Hallo Leute, hier ist wieder euer Mutant X8 und heute geht es um den Film Die Legende von Aang. Die Erde ist in die vier Nationen Erde, Feuer, Wasser und Luft eingeteilt und von jedem Element gibt es auch die dazugehörigen Bändiger, die diese Elemente kontrollieren können. Der einzige, der alle vier erlernen kann, ist der Avatar und dieser wird als Erlöser angesehen. Doch der Avatar ist verschollen und die Welt muss unter der korrupten Herrschaft der Feuernation leiden. Als die junge Katara und ihr Bruder eines Tages den Luftbändiger Aang entdecken, stellt sich dieser als der lange vermisste Avatar heraus. Aber jetzt müssen sie ihn auf seiner Reise begleiten, die restlichen Elemente zu erlernen und sich gegen den finsteren Prinz Zuko verteidigen, der den Avatar gefangen nehmen und so seine Ehre wiederherstellen will. Ich werde nicht in Frieden leben, bevor ich sie finde! Dies ist ein Fantasy-Film von M. Night Shyamalan, basierend auf der Anime-Serie Avatar, der Herr der Elemente, welche ich immer recht unterhaltsam fand. Der Streifen geht 99 Minuten und damit genau 89 Minuten zu lang, denn ich hatte schon nach 10 Minuten das Verlangen, diesen Film abzuschalten. Warum? Der Film wirkt durch und durch gestellt, gespielt und billig. Problem Nummer 1. Der Film sieht oft nach Studio und Plastik aus. Vergleicht das mal mit der Herr der Ringe. Dort wirkt alles pompös und bildgewaltig, hier einfach nur unecht. Mein zweites Problem war die Musik. Es gibt eine Szene, die dramatisch und schockierend wirken soll, aber die Musik dudelt einfach weiter wie in dem Rest des Films. Bis auf das wirklich gut gewählte Hauptthema bleibt der Score eher belanglos und austauschbar. Die Musik an sich ist zwar nicht schlecht, aber ich hätte sie mir dann doch etwas, naja, sagen wir mal gewaltiger gewünscht. Ich wusste immer, dass du wiederkommst. Über diese zwei Probleme könnte ich ja noch hinwegsehen. Aber der Film kann auch in keinem anderen Bereich überzeugen. Der Darsteller Noah Ringer, der uns hier den Avatar Aang mimt, beherrscht zwar die Kunst des Martial Arts, bleibt beim Spiel aber genauso emotionslos wie ein Stein. Die restlichen Schauspieler, die sind genauso schlecht und sind auch schon vom Aussehen her totale Fehlbesetzung. Die beste Leistung bringt hier noch Dev Patel als Prinz Zuko, dessen Charakter leider genauso in den Sand gesetzt wird wie alle anderen. Eure Schicksale sind verflochten, Zuko. Und von den Dialogen im Film möchte ich gar nicht erst anfangen. Das Hauptproblem ist aber das Skript. Der Film behandelt die erste Staffel der Anime-Serie und besteht eigentlich aus der ersten, der letzten Folge und dazwischen wird versucht, irgendein Mischmaß aus den anderen Folgen zusammenzuschustern. Und das geht hier gewaltig nach hinten los. Es wirkt einfach unglaublich gehetzt und unstrukturiert, ohne auch nur ansatzweise Atmosphäre zu erzeugen oder Figuren auszubauen. Dadurch wird der gesamte Film stinklangweilig. Man baut keine Beziehung zu den Figuren auf, die Story ist uninteressant und das wohl Ärgerlichste, die Action-Szenen sehen sehr choreografiert aus und darüber hinaus können nicht mal die Effekte in allen Szenen überzeugen. Vor allem Aangs fliegender Bison Upper sah einfach nur lächerlich aus. Ich könnte jetzt noch so viel mehr Negatives aufzählen, das mich einfach nur aufgeregt hat, aber ich will ja nicht, dass das Video noch Stunden geht. Ja, hier haben wir jetzt also die einzige DVD von Die Legende von Aang und ihr seht schon, der Film ist ab 6 Jahren freigegeben. Geht total in Ordnung. Der Film hat leider kein Wendecover. So, hier drin haben wir die einzige DVD. Ja, relativ schlicht gehalten wieder. Der Film geht 99 Minuten und als Extras haben wir hierbei die Herkunft des Avatar sowie entfernte Szenen und ein Gagreel, also verpatzte Szenen. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon gewesen zur DVD Die Legende von Aang. Unterm Strich ist Die Legende von Aang einer der schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ich bin mit extrem niedrigen Erwartungen herangegangen und kann trotzdem sagen, schaut euch lieber Jonah Hex an, der ist wenigstens kürzer. Das Schlimmste an dem Film ist aber, dass man aus der Anime-Serie so viel hätte machen können und alles in den Sand gesetzt wurde. Von mir gibt's für diesen Film 1,5 von 10 Sternen. Das war's von mir, euer Mutant X8. Ciao.